Wieder die blauen, das sind immer noch der gleiche Filter wie vorher. Die werden eben weggeworfen. Und jetzt hier kann man hier schon erkennen, dass einmal, also der Mittelpunkt ist hier, wo ich jetzt, wo das Fahrzeug gerade selber steht. Hier an der Seite erkennt man einmal die eine Box, die schon vorhanden ist. Hier erkennt man jetzt auch schon die zweite Box, die eben sehr schräg dargestellt ist. Im Moment ist es noch nicht wirklich zu erkennen, dass es eine, die auch um einen Karton handelt. Und hier, woher kann das hinkommen? So die Wand sind links. Ja, genau. Das hier müsste dann die Wand eben sein. Wie man schon sehen kann, werden diese Punkte eben halt alle leicht dargestellt. Zur Erklärung, dort oben sind einmal beide, also auf der linken Seite sind beides die lokalen Koordinaten und hier rechts sind die globalen Koordinaten. Also hier ist jetzt wird quasi die richtige Karte erstellt. Da drüben ist immer alles nochmal auf den eigenen Standpunkt von dem Roboter bezogen. Daran kann man auch erkennen, die einzelne, also die Kiste sollte immer ein Stückchen weiter rücken und die Entfernung eben zu dieser Seite hier sollte in dem unteren sich immer weiter wegbewegen. Das heißt, ich bewege mich jetzt vorwärts, also lokal gesehen bewegt sich das Objekt von mir weg, aber eben global gesehen bleibt es auf einer Linie oder auf einem Punkt. Nimmt er jetzt den Gyro, den er drin hat, für die Positionsbestimmung? Also für die Positionsbestimmung des Wagens, finde ich. Er hat ja den Initialisierungspunkt und dann braucht er ja durch. Ja. Genau. Also in dem Programm nimmt er das jetzt nicht. Das heißt zur Demonstration, dass er eben hier einmal so eine Karte zeichnen kann, fährt eben vorwärts und nimmt immer wieder neu auf. Der Gyroskop darf dann aber eben auch nochmal separat zur Präsentation einstellen, wo er sich dreht und eben die Drehung ausliest. Da ist aber das Problem, dass die Drehung also er berechnet mehr Drehung, als er eigentlich macht. Und das heißt, der Versatz ist immer ungefähr so 30, 40 Grad zu dem Original. Das heißt, nach jeder Drehung denkt er immer noch, dass er sich ein Stückchen weiter gedreht hat oder ein Stückchen weiter gedreht, als er eigentlich sollte. Und dadurch sind die nicht übereinander. Da müsste man dann eben auch noch weiter drüber filtern, dass man guckt, muss ich noch mehr Messwerte aufnehmen für den Gyroskop-Sensor, um dann eben da nochmal einen Filter zu legen, um zu sagen, ob er sich gut genug gedreht hat oder ob es zu weit weg oder zu weit war. Ja, man würde den Gyro dann nehmen, um den Motor eigentlich mitzureden. Also, jetzt hat er ja seine eigenen Gyroskop-Sensor. Und wenn die nicht zusammenpassen, dann hat er nicht.